Die größte Theateraktion Deutschlands. Wir wissen, dass wir hier ein gemeinsames Theaterstück spielen, aber mehr auch nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, ja, es wird cool sein. Also ich stelle mir das so vor, dass das eine sehr kraftvolle Sache sein wird, wenn wir alle gleichzeitig dieselbe Bewegung ausführen. Ich freue mich tierisch auf diese Herausforderung. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Ich sehe das hier, wie die Leute sich langsam aufstellen. Das ist wie so eine geheime Regie und das macht mich neugierig. Es ist eine sehr spannende Zeitreise. Wir kommen zurück in das Jahr 2019, in die heutige Gegenwart und haben die Chance, Weichen zu stellen, damit Kinder ein besseres, ein gerechtes Leben haben. Und das erleben wir ganz, ganz spannend in zwei Gruppen, von denen die eine nicht weiß, was die andere tut. Und am Ende ist die Welt, glaube ich, einen kleinen Schritt besser geworden. Sehr bewegend fand ich es, wo beschrieben wurde, was Kinder nicht haben. Und im Verhältnis dazu, was man selber momentan besitzt, klar, da kommt auch eine tiefe Dankbarkeit hoch. Genau, es hat einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür geöffnet. Und das wird dann auch dann erstmal klar, wenn man das auch quasi so hört. Es hat mir so vor Augen geführt, in welcher Situation diese Kinder sind, diese Flüchtlingskinder. Also das ist schon sehr emotional gewesen, aber irre. Und ich würde mir wünschen, dass es wiederholt wird. Das war wirklich toll. Ja, Wahnsinn. Also ich habe noch ganzes Strahlen im Gesicht total, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Das war was ganz Unglaubliches. Es war eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Echt wunderbar. Ich bin motiviert, etwas Großes zu machen sozusagen. Ich wünsche, dass wir alle gemeinsam etwas wirklich verändern können. Wenn man mehr Menschen in diese Rolle mit reinnimmt oder in dieses Bewusstsein, selber was tun zu können, dann wird man schon stark. Ich fühle mich sehr motiviert und ich habe richtig Lust, hier noch mit Menschen zu reden, die ich kennengelernt habe. Ich kann nur sagen, bravo Leute, herzlichen Glückwunsch.